Herzlich willkommen. Hier ist euer Drachen 83. Mit dabei sind Amona 83. Watercave Crafter. Inkara 85. Gut. Ja, ich bin am Haus bauen. Tramona sammelt noch fleißig Holz. Oh ja. Und ich bin am Überlegen, wie ich mein Dach baue. Und zwar werde ich Steine verbrenne und dann daraus Ziegeln. Wahrscheinlich die Ziegeln oder wie die heißen. Diese, werde ich wahrscheinlich machen. Bin ich aber mal noch am Schauen. Ja, finde ich gut. Voll der Urwald hier. Ja, und unser Eins hat jetzt gerade hier die Decke oben abgeschlossen und wird jetzt mal ein bisschen farmen gehen. Mal gucken, was wir da Schönes noch finden unterirdisch. Ich werde mich kurz mal ausstatten. Mal gucken, was ich da brauche. Die Erde, ja, die nehmen wir mal mit. Fackeln wären nicht verkehrt. Da sollten wir eigentlich noch Kohle im Angebot haben. Mal gucken, wo die ist. Bei Erze? Nee. Nee, Kohle ist nicht da. Kohle haben wir gar nicht mehr. Die ist verteilt in den Öfen. Ah ja. Weil so viel war das ja nicht. Gut, das stimmt und das reicht mir auch schon völlig. Nur um mal kurz ein paar Fackeln zu machen. So, das sollte ausreichend sein. Und den Rest holen wir uns von da. Genau. So, vielleicht noch ein bisschen. Nee, Holz brauche ich auch nicht. Perfekt. Ja, gut. Dann geht unser Eins jetzt mal ein bisschen farmen. Wo geht das denn jetzt hier? Ach, da. Oh Gott. Ganz durcheinander. Ich bin immer völlig durcheinander. Ja, ja. Wie immer. Das stimmt. So. Oh, unser Acker hier, schön. Aber die Süße ist auch ein bisschen durcheinander, weil in der 1.11er benötigt man gar nicht mehr so einen langen Graben. Es sei denn, das weiß ich. Ist für die Optik. Achso, gut. Das habe ich doch gesagt, ich mache das Retro. Ja, okay, gut. Das war am Anfang dieser Episode von Gestrandet. Haben wir uns darüber unterhalten. Ah ja. Und er hat es schon wieder vergessen. Stimmt. Jo. So war das. So schnell geht das. Ja, das ist richtig. Ach ja. Ich unverbesserlich, ne? Ja, peinlich, peinlich. Ja, ja. Eieiei. Man kann ja immer noch dazu lernen. Das stimmt. Danke, Drache. Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren. Nein, das stimmt nicht. Oh je. Yeah. Na, wie viele Eier habt ihr denn so? Oh, schon viele. Ja, wir haben auch schon 14 Stück. Oh Gott, wir haben 2 oder 3 Stacks haben wir. Okay. Hühner sind fleißig. So. Wie gefällt er euch denn, das Gestrandet? Ja, fange ich mal an. Also ich bin, muss ich sagen, begeistert. Also wenn ich Gestrandet höre, dann werde ich immer Assoziation zu dem, was Dalukat damals gemacht hatte dort in der Gruppe. Und das fand ich richtig cool. Das war aber noch eine größere Gruppe gewesen. Deswegen bringe ich das immer so ein bisschen damit in Verbindung. Aber hier, was wir speziell jetzt machen, nur auf so einer Insel, auf so einer ganz kleinen Insel, muss ich sagen, finde ich das richtig klasse. Also es macht Spaß jetzt hier wirklich mit minimalistischen Sachen total neu zu starten. Und zu sehen, wie halt so nach und nach alles wächst. Ne? Jetzt sind wir ja schon doch in einer größeren Folge angelangt. Ne? Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Die 8, glaube ich, oder 9? 8, glaube ich. 8 und 8 haben oder wir schon 9. Einiges geschafft. Also schon tolle Sache. Wenn wir überlegen, Folge 20 fangen wir an, die Brücke zu bauen. Also freue ich mich drauf. Macht mir richtig Spaß. Ja. So viel von mir dazu, ja. Ja. Süße. Gebe ab.
Ja. Erstmal die Herren der Schöpfung. Ja, ich finde das Projekt auch schön und macht mir auch Spaß, mit euch zusammen aufzunehmen. Die Idee stammt ja eigentlich nicht von mir, das gestrandet. Und zwar kam das ja von Watercrafter. Ja. Nur hab ich's halt dann halt auch gesagt, gut, machen wir das Projekt gestrandet. Ich geh mal weg da. Dann halt auch. Ich doch mal. Dann haben wir das lange zusammen miteinander geredet. Ob man es machen solle. Und dann, ja, und jetzt machen wir's. Ja. Sehr viel besser wie die erste Version. Ja. Des gestrandet Versuchs. Ja. Muss ich auch sagen. Läuft sehr gut. Kein Lecke, kein Absturz, kein Afflictros. Das stimmt. Ja, was anzusprechen, wollte ich auch mal was. Könnt ihr euch vorstellen, nochmal werden mal so ein Projekt zusammen zu machen oder eher nicht? Ja, wenn die Zeit da ist, würde ich sagen, ja, wenn es ein gutes Projekt ist, klar, warum nicht? Das stimmt. Und alle sprachlos. Ja, 2017 wollte ich ja Philipp Beast machen. Mhm. Da hast du ja auch gemeint, da musst du erstmal gucken. Richtig. Ob man das vielleicht zusammen machen könnte. Wäre eine Möglichkeit, ja. Wäre eine Option, also könnte man machen. Nur bei mir ist es wie gesagt zeitlich, also da muss ich wirklich gucken, weil 2017, da passiert einiges bei mir. Also dieses Jahr ist dieses Jahr, sag ich immer, wo ich die Türen geöffnet habe. Und 2017 gehe ich sie durch, beim beruflichen jetzt, beziehungstechnischen und ja allen möglichen anderen Krimskrams, was man so halt immer täglich im Alltag erlebt, sind da doch immer so ein paar Komplikationen teilweise. Und jetzt habe ich 2016 sehr viel vorbereitet und ja, das würde ich jetzt natürlich ausnutzen und 2017 dann halt in die Wege leiten. Zum Beispiel eine neue Ausbildung machen oder zumindest erweitern. Ne, den Lizenz, Yoga-Lizenz, den Trainer-Lizenz wollte ich gerne machen. Und es dauert natürlich immer seine Zeit, weil da muss ich natürlich viel lernen auch. Deswegen kann ich, oder ich will beziehungsweise keine Versprechungen, was Minecraft angeht, machen. Mal gucken, es kann auch so sein wie jetzt, so dass ich völlig verplane, zum Beispiel jetzt auf eine Filmbörse zu gehen, weißt du, weil ich einfach so viel zu tun hatte und es ist völlig an mir vorbeigegangen. Weil ich halt, mein Kopf war wieder voll mit anderen Dingen. Und ja. Auch, dass ich jetzt in den letzten Tagen keine Folgen mehr hatte, weil ich wusste gar nicht mehr, ich dachte, ich hätte jetzt schon genug aufgenommen und gerendert. Ja, ich hatte zwar aufgenommen, aber nicht gerendert gehabt. Und jetzt habe ich gestern erst wieder für eine Woche vorproduziert. Ne, zwei Folgen, die ich schon noch auf Festplatte hatte. Und jetzt sind vier neue. Ja. So ist das. Deswegen, also ich kann es immer nicht versprechen. Was ich versprechen kann ist, also ich denke dieses Jahr, na gut, ist ja jetzt Dezember, ich weiß nicht, nee, ich denke eher nicht. Vielleicht mache ich den Anfang dieses Jahr und zwar Captive 3. Da setze ich auch wieder so 30 Folgen Maximum an. Da sollte man das eigentlich schaffen. Und ja, dann auf jeden Fall Let's Play weitermachen mit dem Weihnachtsspezial und jetzt hier gestrandet halt, ne? Ja. So dass man vielleicht auch Maximum, ja, vielleicht dann auch wieder, dass man zwei Folgen pro Tag hat. Also eine Let's Play-Folge und eine Spezialfolge oder so. Mal gucken. Ja, ich werde es nicht schaffen, zwei Folgen rauszubringen. Okay. Ich muss, weil das Rendern dauert lang, weil ich kann ja auch nicht meinen Rechner über nachts überlaufen lassen. Ah ja. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Wegen der Stromkosten. Ach so.
Nicht jeder so verschwenderisch wie wir. Nein. Findest du, dass wir verschwenderisch sind? Wieso? Finde ich gar nicht. Ja, doch, also normalerweise, wenn man auf Stromkosten achtet, sind wir sehr verschwenderisch, ja. Okay. Ja. Ja, alle, oder? Und dann muss ich auch noch schauen, ja, wenn ich was rendert, dann kann ich quasi auch nichts spielen oder so, weil schon senkt sich mein Rechner auf. Ja, das kenne ich. Ja. Dann tue ich lieber mal die Videos bearbeiten, dass ich quasi Video habe für den nächsten Tag. Ja. So. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das Rendern, ob ich das extern als Server anderen Rechner mache. Das wäre auch eine Option, da hast du absolut recht. Dann kann ich derzeit rendern und ich kann auf meine Kiste während was anders machen. Ja. Ne, ist auf jeden Fall eine Option, da gebe ich dir recht. Würde ich wahrscheinlich dann auch so machen, wenn es so wäre. Hey, wir haben hier im Keller einen Mini-Zombie. Wie kann das passieren? Im Keller? Ja, bei uns hier. Du würdest erschlagen. Im Lager. Wie kann denn der. Ist da nicht hell genug, vielleicht? Dass ja, anscheinend. Dann müssen wir besser ausleuchten dann. Wie kann denn sowas passieren? Ja, ich schätze, sowas darf doch nicht passieren. Der wird da wahrscheinlich gespawnt sein, da unten, da wo der Zaubertisch hin soll. Ja, es darf nicht passieren, sowas. Ja, das stimmt. Im eigenen Haus im Keller. Das ist richtig. Ja, was lachst du? Du bist ja nicht gestorben. Nö, das stimmt. Schatz, ist es nicht zum Lachen. Aber dafür bringe ich schön Granit mit. Soll ich da mit? Eisen bringe ich auch mit. Was ist denn los, Schnuckiber? Darf man nicht lachen. Das ist auch wieder verboten. Und wir fahren hier schön rum. Wenn wir ganz verrückt sind, Drachen, dann können wir einen Glastunnel bauen und die Inseln verbinden. Ja. Müsste auf diese Entfernung auch möglich sein. Also bei dem Sand, was wir haben, sollte eigentlich machbar sein. Aber Kohle ist hier wirklich Mangelware. Also das ist... Meine Fresse, ja. What? Ah. Ich hab Quarz. Quarz, ja, du bist ja im Nether, schön. Ja. Ich noch nisch. Ich hab noch nicht mal Obsidian hier. Könnte man sich zwar machen. Jetzt habe ich gerade einen Zombie gehört. Sag bloß, da ist eine Höhle. Yes. Das fängt mal wieder gut an. Warum? Weil es so anfängt. So, jetzt hole ich mal schnell den. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Die erste übrigens, glaube ich, in diesem Let's Play hier gestrandet. Coole Sache. Lapis haben wir auch schon, Gold haben wir und Eisen und Redstone. Also es hat sich jetzt tatsächlich mal gelohnt. Allerdings hätte ich jetzt gerade aktuell ein bisschen Kohle recht gerne haben. Gut, haben wir nicht. Ich bin jetzt gerade auch am überlegen, was ich machen soll. Ob ich ins End gehen soll oder ins ob ich was anderes. Nicht ins End, ich meine netter. Ah ja, okay.
Aber da bin ich gerade schon gestorben. Ja. Ja, das geht. Ups, das geht schnell. Wieso bin ich jetzt hier gerade? Vielleicht schon wichtiger, wahrscheinlich. So, hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die gleiche Höhle ist, Drachen, die du. Vielleicht sehen wir uns ja gleich. Das wäre natürlich witzig. War das eine Schlucht gewesen, wo du warst? Weil du sagtest ja auch, dass du schon in der Höhle drin warst. Ja. Okay, dann kann es vielleicht die gleiche Schlucht sein, weil die sind ja riesig, die Schluchten. Und. Okay, ich sehe schon. Oh, hier muss ich aufpassen. Und wir werden schon angeschossen vom Mr. Skeleton. Scheiße. Okay, der hat sich gerade selbst getötet. Wir können da eigentliche Tunnel bauen. Ja. Sag mal, sehe ich das gerade richtig? Wir haben. Was soll Warte mal, kann ich das hier umleiten? Ja, ich kann Obsidian noch. Wow. Creeper. Drache, du kannst dich freuen über die Aufnahmen. Die werden bestimmt lustig sein hier bei mir. Ja. Aha, da ist wieder. Gott. Ja, Redstone hast du ja gesagt, hast du wohl auch schon. Ja. Ja, ich jetzt auch. Boah, ey, krass. Haben wir noch Zeit in der Folge? Ja, gut, dann lohnt sich das tatsächlich. Ich werde mir unten mal eine kleine Base aufbauen. Ich habe mir da auch schon was vorbereitet. Oh, da ist Gold. Klasse. Aber ich muss dringendst brauche ich eine Eisenspitzhacke, weil ansonsten kann ich nicht weiter arbeiten. So, das ist sonst ein Problem halt. Ja, Ramona hat sich noch gar nicht zu geäußert. Wie sie das Mit Projekt was? findet. Ne? Das Projekt hier, das Inselprojekt. Ja, das sieht ich gut. Aha. Kommt mal. Hühnchen, kommt mal mit. Was? Kommt mal. So. Ja, soll da schon rein. Kommt da rein jetzt. Ja. Ha. So. Ich stelle jetzt die Frage, die er die Brücke bauen oder einen Tunnel? Ja, ich denke mal, bis Folge 20 haben wir ja noch ein bisschen Zeit, wo wir uns das überlegen können. Also Brücke würde ich auf jeden Fall machen, weil Brücke einfach optisch geil aussieht, ne? Das hatten wir ja auch von Anfang Ja. an geplant gehabt. Also, das finde ich eine richtig gute Idee auch. Mit so einer Brücke, so eine richtig fette, so weißt du, so boff. Da, jetzt da. So. Oh, ja, hier haben wir Lava. Also aufpassen. Da drunter ist da drunter auch Lava. Boah, Auto-Jump ist manchmal so nervig. Da ist Lava.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Redstone mal hier hin. Kohle mal hier hin. Mal hier ein bisschen aufräume. Ja, mach das mal. Und zwar mache ich mir mal eine Eisenspitzhacke. Die ist wichtig. Ja, weil ich mal jetzt erstmal noch mal Erze mehr hol. Dann haben wir noch ein Steinschwert, das können wir auch noch verwenden. Kannst du mal kommen? Ich hab was gemacht. Ach, komm mal kurz. Ja, ich komme ja gleich. So, eine Schaufel. Du hast die Tiere in die Zäune rein, ins Gehege gemacht. Ah, das müssen wir, glaube ich, auch noch Wunderbar. machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Süße das schon gemacht hat, aber ich glaube, das müssen wir auch noch Aber machen. die. Boah. Okay, so fett ist die gar nicht. Ich dachte, das ist eine größere Höhle. Die ist nicht so groß. Ja. Was machst du jetzt gerade? Was tust du jetzt das nächste Mal? Ja, also aktuell hier, wie gesagt, gerade ein bisschen farmen gehen, Erze farmen gehen, sodass wir wieder so ein bisschen Grundmaterial haben. Dann natürlich unterwegs, wenn ich finde, brauchen wir noch ein bisschen Andesit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist aber mehr so durch Zufall, wenn ich den finde, so wie hier jetzt gerade aktuell. Weil da brauche ich noch was für unseren Boden, für das Lager. Ja, die Süße wollte, wie gesagt, Erze haben. Da habe ich jetzt ein bisschen was besorgt. Ja, und dann natürlich noch Diamanten, weil ich würde ganz gerne eine Diamantenspitzhacke bauen. Um mir auch einen Zaubertisch zu basteln. Das ist so das so, was ich auch die Idee hatte jetzt als nächstes, weil ich sehe gerade, ich habe Level 29. Und das würde sich ja anbieten, jetzt eine schöne hohe Verzauberung zu machen auf irgendwas. Also weiß ich Ja. jetzt noch nicht genau, auf was ich da jetzt gehen würde, aber Bogen wäre schon mal nicht schlecht, weil ich habe einen schönen Bogen mit Infinity drauf und da hätte ich ganz gerne Mending oder so drauf, dass der un ja, haltbar ist halt, ne, unendlich und auch. Geht nicht kaputt, das wäre schon toll. Ja, kann ich verstehen. Also ich bereite mich quasi jetzt schon so vor für die nächsten Arbeitsschritte. So, wir haben jetzt wirklich schon einiges geschafft hier. Und ja. Ich weiß ja nicht, Süße, was machst du gerade? Zuckerrohr Ah ja. weitermachen. Weil da schon viel gewachsen ist, brauchst du ja auf dem Zaubertisch, ne? Ja, das stimmt. Für Papier, da müssen wir auch Kühe noch, ne? Die müssen wir auch noch mal irgendwie ein bisschen züchten, dass wir da. Ja, du wolltest eigentlich Ställe bauen. Ja, das ist einiges, was ich noch machen wollte, das stimmt. Man müsste sich halt mal absprechen dann auch. Ja. Kann Und man ja. machen. Das stimmt. Wo wir die Stelle auch hinmachen. Ne? Das stimmt. Ja. Jetzt da. Hier hin. Folge ist vorbei. Noch mal eine Schaufel. Sie ist vorbei. Ja. Gut.
Dann stelle ich mich jetzt an den Ofen und dann. Wo ist der Ofen? Hier. Ja, Leute, der Drachen hat's gesagt. Die Folge ist vorbei. Stimmt, bei mir wird auch angezeigt. 25 Minuten exakt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Dann tschüss.